Zivil Samitergemeinde. Liebe Freunde, liebe Interessenten, liebe Sportler, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem heutigen Homeworkout in den schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie, wo wir ja leider zum Sport nicht zusammenkommen können. Mein Name ist Gerhard Schneider, ich bin von Beruf Diplom-Sportlehrer mit Fachgebiet medizinische Trainingstherapie und Sportphysiotherapie und ich werde euch heute durch eine halbe Stunde Training begleiten. Thema heute Kurzhanteltraining. Aber lasst mich zunächst einmal ein paar Worte verlieren. Warum soll man in solchen Zeiten nicht im Bett liegen bleiben, einfach oder auf der Couch sich rumlümmeln? Warum soll man überhaupt etwas tun? Unsere Muskeln schütten nur unter Belastung sogenannte Myokine aus. Das sind Botenstoffe, die unser Immunsystem maßgeblich unterstützen. Man kann sie als Ladestation oder Wegweiser für unser Immunsystem verstehen und sie helfen uns sehr dabei, in Zeiten der Coronaviren gesund und aktiv zu bleiben. Wir haben also eine viel größere Chance, unbeschadet diese Zeiten zu überstehen, wenn wir unser Immunsystem entsprechend unterstützen. Und das tun wir durch eine aktive körperliche Bewegung. Okay, unser Thema heute, Kurzhanteltraining. Aber bitte keinen Schreck kriegen für die, die keine Kurzhantel parat haben. Ihr bekommt gleich eine Minute Zeit, euch zum Beispiel zwei Wasserflaschen, Getränkeflaschen zu besorgen, sodass ihr das Training ganz gut mit zwei Wasserflaschen machen könnt. Ja, also die Kurzhanteln haben, holen sich Kurzhanteln. Wer keine hat, holt sich Getränkeflaschen. Und wer gar nichts hat, der macht das Training einfach ohne Gewichte mit. Und dann funktioniert es auch. Also, auch wenn er vielleicht mit der Wasserflasche nicht das ganz gleiche Gewicht oder ideales Gewicht erreichen könnt, nehmt sie einfach zur Hand. Wenig Training ist besser als gar keins. Okay, Zeit läuft. Besorgt euch die Wasserflaschen, zwei Stück als Hanteln und vielleicht ein kleines Getränk, dass ihr zwischendurch was trinken könnt und nicht unter Durst bleiben müsst. In einem Minütchen sehen wir uns gleich wieder und dann legen wir los zunächst mit unserem Aufwärmprogramm. So, ich hoffe, ihr seid alle fündig geworden, habt euch die Wasserflaschen besorgt. Und wir beginnen mit dem Aufwärmprogramm einer sogenannten Spruchrunde. Die Spruchrunde stammt aus dem Boxsport und es ist ein Wechsel von 15 Sekunden locker bewegen und 15 Sekunden die Knie reißen und schnell mit den Händen nach vorne boxen. Wir legen einfach los. Locker auf der Stelle bewegen. Zeit läuft jetzt. Locker bewegen. Und der erste Spruch. Knie hoch, reißen und schnell nach vorne boxen. 15 Sekunden. Zeit läuft. Auf geht's. Und locker bewegen. Ganz locker auf der Stelle. Bewegen, Knie hoch, nach vorne boxen, Tempo aufnehmen. Und wieder locker bewegen, ganz locker auf der Stelle tanzen, aber immer in Bewegung bleiben. Erste Minute ist geschafft und der nächste Sport. Auf geht's!
Und wieder locker bewegen. Ah, ja, schon ein bisschen aus der Atem kommt, das ist durchaus richtig so. Und wieder Sprung. Auf geht's. Und locker bewegen. Und vorbereiten. Letzte Minute Sport. Und locker bewegen. Immer in Bewegung bleiben. Und wieder Sport. Vorletzter Sport. Locker bewegen. Immer in Bewegung bleiben. Letzte halbe Minute ist angebrochen. Und jetzt nochmal vorbereiten auf den Endspurt sozusagen. Und legt nochmal was an. Kommt jetzt, 50 Sekunden. Zack, 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 läuft. Letzte 10. Und hello. Tief einatmen. Und runter schwingen und ausatmen. Und wieder hoch. Tief einatmen. Und runter und ausatmen. Und noch einmal hoch. Tief einatmen. Und runter und ausatmen. Okay. Nehmt euch eure Wasserflaschen. Oder die Handel zur Hand. Ich demonstriere es zunächst mal mit zwei Wasserflaschen. Und zwar sollt ihr in die Kniebeuge runtergehen und in einem Zug die Hanteln nach oben reißen. Atmen einmal tief durch, ich auch, und auf geht's. In die Kniebeuge runter, Hanteln hoch, kurz fixieren und wieder hochkommen, Hanteln runter. Das Ganze 12 Mal. Denkt dran, Po-Zyklus einmal regelmäßig zu atmen. Jawohl. Wir lockern uns kurz aus. Pendeln leicht in die Knie. Ich hoffe, ihr seid alle schon ein bisschen warm. Und es macht euch ein bisschen Spaß. Leicht pendeln. In die Knie federn, die Arme ein bisschen ausschütteln. Und den Oberkörper mal drehen. Und in den Knien federn. Zurück und jetzt nehmen wir die Arme mal ein bisschen höher. Federn leicht in den Knien. Jawohl, und wählen. Okay. Wir nehmen uns unsere Wasserflaschen oder eben ein paar Kurzhanteln zur Hand. Bringt die Hanteln oder die Flaschen in Schulterhöhe. Wir gehen in eine Viertelkniebeuge. Die Füße stehen ungefähr schulterbreit. Und jetzt sollten wir die Hanteln mit einer Vierteldrehung nach links oben und einer Vierteldrehung nach rechts oben ausstoßen. Sieht folgendermaßen aus. Ausatmen, wenn ihr nach oben stoßt.
und noch 6 pro Seite. Ausatmen, darf man ruhig hören. Jawohl. Arme lang. Und wir ziehen die Schultern zu den Ohren hoch. Halten kurz und lassen fallen. Und wieder hochziehen. Fallen lassen. Noch einmal die Schultern hochziehen. Fallen lassen. Und wieder hochziehen. Fallen lassen. Ich hoffe, es friert keiner mehr. Hochziehen. Fallen lassen. Und das Ganze noch zweimal. Jawohl. Die Arme sind gestreckt neben dem Körper. Die Hanteln liegen am oberen Oberschenkel an. Und jetzt sollt ihr mit angespannter Bauchmuskulatur die Hanteln mit gestreckten Armen über den Kopf zusammenbringen und wieder senken. Auch das wieder 12-mal. Bauch anspannen, das ist alles auch Rumpftraining, auch wenn es vordergründig für die Arme zu sein scheint. Das Core anspannen, das Muskelkorsett um die Lendenwirbelsäule. Noch 5-mal. Ausatmen, wenn ihr die Hand nach oben bringt. Schlag auf Schlag weiter. Spannt den Bauch an. Macht einen ganz geraden Rücken. Ihr dürft sogar ein leichtes Hohlkreuz machen. Geht, beugt euch nach vorne. Die Hanteln sind ungefähr in Kniehöhe. Und jetzt ziehen wir die Hanteln zu den Rippen hoch. 12-mal. Sogenanntes Rudern vorgebeugt, so heißt die Übung. Ich bin ja noch vom alten Schlag. Ich habe in meinem Studium noch die deutschen Ausdrücke dafür gelernt. Noch 6-mal. Ausatmen, wenn ihr nach oben zieht. Haltet den Rücken stabil. Der Rumpf bewegt sich gar nicht. Die Rückenmuskulatur und die Bauchmuskulatur sind angespannt. Jawohl. Wir kommen wieder hoch. Handeln wieder in Schulterhöhe. Bauch anspannen, Bauch einziehen, nicht ins Hohlkreuz fallen. Und 12-mal. Die Handeln über den Kopf. Durch Beugen und Strecken in den Ellbogengelenken zusammenbringen. Ausatmen, wenn ihr nach oben drückt. Noch 3-mal. In den Körper und wir machen sogenannte Curls. Beugen, Ellbogengelenken, dadurch die Hanteln in Schulterhöhe im Wechsel hochbringen. Und wer sich das zutraut, kann mal eine Variante probieren, nämlich, dass wir oben den Arm drehen. Und noch 2-mal pro Seite. Jawohl. Handeln in Schulterhöhe. Steht wieder im aktiven Stand. Ganz leicht in der Kniebeuge. Bauch ist angespannt. Und wir drücken die Handeln mit gestreckten Armen nach außen und ziehen sie wieder an. Öffnen und schließen der Schiebebeuge. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir wird es schon ein bisschen warm. Ich hoffe, von euch friert auch keiner mehr.
Noch 6. 1. 2. 3. 4. 5. Und 6. Jawohl. Wunderbar. Jetzt können die Arme eine kleine Pause und der Rücken muss wieder stärker arbeiten. Ihr beugt euch vor. Der Rücken ist ganz gerade. Die Handeln sind wieder in Kniehöhe. Und wir kommen mit gestrecktem Rücken hoch. Die Arme bleiben lang und ziehen am Schluss die Schultern zurück. Und beugt euch wieder vor. Sogenanntes Kreuzheben. Ihr sollt wenig aus den Beinen machen, sondern vor allen Dingen aus der Rückenkraft nach oben kommen. Core anspannen und hoch. Noch 4. Jawohl. Rechter Winkel in den Ellbogengelenken und das sogenannte Seitheben. Ihr sollt Hanteln und Ellbogen in Schulterhöhe bringen. Bei angespannter Rumpfmuskulatur. Nicht höher. Das erzeugt Druck auf den Schultergelenkspalt, sondern bis Schulterhöhe. Ja. Nebeneffekt dieser Übung, ihr habt einen wunderbaren Effekt zur Stabilisierung der Halswirbelsäule. Und noch ein. Jawohl. Hervorragend. Arme sind gestreckt. Bauch ist wieder angespannt. Und wir bringen wechselseitig die Handeln vor der Brust mit gestreckten Armen nach oben. Jetzt wird es noch mal ein bisschen anstrengend. Sehr gut, Leute. Noch 6 Mal pro Seite. Jawohl. Sehr schön. So, jetzt können die Arme, glaube ich, eine kleine Pause vortragen. Und die Beine müssen was tun. Ausfallschritt. Der Oberkörper soll während der ganzen Übung aufrecht bleiben. Nehmt zuerst den rechten Fuß nach vorne und wir machen 12 sogenannte Ausfallschritt-Kniebeugen. Ausatmen, wenn ihr nach oben kommt. Beide Fußspitzen zeigen nach vorne. Und noch 4 Stück. Fliegender Wechsel, linken Fuß nach vorne, Ausfallschritt und 12 sogenannte Ausfallschritt-Kniebeugen. Jeder geht so tief runter, wie es seine persönliche Form zulässt, beziehungsweise wie es seine Knie zulassen, wenn jemand Knieprobleme hat. Aber große Muskelgruppen sind bei dieser Übung aktiv. Ihr merkt gleich, ihr kommt wieder ein bisschen außer Atem. Außerdem gibt es noch als Nebeneffekt einen schönen Po. Irgendwann wollen wir hoffen, dass wir mal wieder in Urlaub fahren können. Und noch 3 Stück.
Wunderbar. Nehmt die Handeln vor die Brust, spannt den Bauch wieder an und wir ziehen die Schulterblätter nach hinten zusammen. Gegen den Rundrücken arbeiten. Nach hinten ziehen. Ausatmen, wenn ihr nach hinten zieht. Ja, so. Eine Übung noch im Stehen. Beugt euch vor. Überkreuzt die Arme. Spannt die Rückenmuskulatur an. Und wir machen die sogenannte fliegende Bewegung. Standardrückenübung aller Bodybuilder. Noch fünf. Jawohl. Rechten Arm vor und wir drehen. Einmal zeigt die Hand Innenfläche, einmal der Handrücken zur Decke. Arm bleibt gestreckt. Und den anderen Arm drehen. Gestreckt lassen. Und noch zwei Stück. Die Handeln auf der Matte ablegen, da brauchen wir sie gleich wieder. Eine Minute Trinkpause. Auch ich kann jetzt einen Schluck vertragen. So, und es geht auch jetzt sofort weiter. Ich lege mich in Rückenlage auf die Matte. Ihr legt euch zu Hause auf euren Teppich, eure Wolldecke oder was auch immer. Hauptsache ihr liegt bequem. Es geht in Rückenlage. Weiter. Wir nehmen die Hanteln über der Brust, dass die Hantelköpfe zusammenstoßen. Und die nahezu gestreckten Arme senken wir langsam ab. Bremsen. Kurz vorm Boden hochziehen und ausatmen. Das Ganze 12 Mal. Bremsen, wenn ihr nach unten ausatmen, wenn ihr nach oben zieht. Und die Spezialisten unter euch, die können mal versuchen, die Hand noch langsamer runterzulassen und etwas zügiger hochzuziehen und auszuatmen. Das Ganze noch 8 Mal. Ein Hohlkreuz machen, der Rumpf ist immer angespannt, denkt an das Core, das Muskelkorsett um die Lendenwirbelsäule. Sind über der Brust. Die Handelköpfe stoßen zusammen. Versuch, die Ellbogen an einem fiktiven Punkt in der Luft zu fixieren, die Ellbogen zu beugen. Dadurch kommen die Handeln hinter den Kopf
Und wir strecken die Ellenbogen und bringen die Hantel Richtung Decke, dass die Arme gestreckt sind. Und wieder beugen. Und nach oben strecken. Kräftigung der Armstreckmuskulatur, der sogenannten Trizepsmuskeln. Den Bauch anspannen. Ausatmen, wenn ihr nach oben drückt. Ellenbogen bleiben fixiert. Noch 6 Mal. Ausatmen darf man ruhig hören. Ich denke, es kommt bei euch zu Hause auch rüber, wie ich ausatme. Noch 2 Mal. Ja, setzt die Ellenbogen in Schulterhöhe am Boden auf. Fixiert die Ellenbogen. Und jetzt durch Rotation in den Schultergelenken bringt ihr die Hanteln nach hinten unten und nach vorne. Rotation in den Schultergelenken. Kräftigung der sogenannten Rotatorenmanschette, einer äußerst wichtigen Muskelgruppe zur Stabilisierung der Schultergelenke. Wer mal Impingement-Syndrom oder Supraspinatus-Syndrom hatte, der weiß, wovon ich rede. Und um das nicht zu bekommen, üben wir. Noch 8 Mal, lass die Ellbogen fixiert. Jo. Und wir nehmen die Hanteln hoch, jeweils einen Hantelkopfstoß zusammen und wir bringen die Arme gestreckt hinter den Kopf und ziehen gestreckt über die Brust. Dabei sollt ihr die Bauchmuskulatur anspannen, kein Hohlkreuz bilden. Ausatmen, wenn ihr nach oben zieht. Noch 2 Mal. Jawohl. 3 Übungen haben wir noch mit den Hanteln, dann habt ihr das Quatsch doch schon geschafft. Arme sind gestreckt, die Hanteln liegen ungefähr in Höhe des Gesäßes und wir kommen mit dem Becken hoch und bringen die Hanteln in Hochhalte über den Brust. Senken langsam wieder ab, ohne mit Hanteln und Popo nach Möglichkeit den Boden zu berühren und heben wieder ab. Wieder ausatmen, wenn ihr nach oben zieht. Ihr merkt, immer wenn die Muskeln kontrahieren, sich zusammenziehen, wird ausgeatmet. Noch 8 Mal. Und die letzten 4. So, bleibt noch bei der Stange. Ist nicht mehr lang. Und die letzten 2. Ja, eine Hantel weglegen. Wir brauchen jetzt nur noch eine Hantel. Diese Hantel verbleibende umfassen wir ringförmig mit Zeigefinger und Daumen beider Hände. Wenn ihr eine Flasche habt, die könnt ihr ganz einfach oben umfassen. Ja? An einer relativ schmalen Stelle. Wir nehmen die Hantel hinter den Kopf und dann bleibt sie auch. Die Beine kommen in die Luft. Und jetzt durch Anspannen der Bauchmuskulatur mit den Schultern
vom Boden hoch, atmen aus, das Ganze 12-mal. Sogenanntes Bauchpressen. Auch das eine Standard-Bauchübung vieler Bodybuilder. Noch 5. Jawohl. So, ihr sollt die Hantel jetzt auf die linke Brust oder an die Schulter stellen. Nehmt das rechte Knie hoch und wir versuchen jetzt durch eine Rotationsbewegung mit dem linken Ellenbogen zum rechten Knie zu kommen. Beide Schultern sollen vom Boden abheben. Noch 5-mal. Fliegenwechsel, Hantel in die rechte Hand, auf der rechten Schulter fixieren und sehen zum linken Knie kommen. Letzte Anstrengung. Danach noch ein bisschen cool down und dann habt ihr es geschafft. Ausatmen, wenn ihr nach oben kommt. Eine Rotationsbewegung im Rumpf sollte spürbar werden. Noch 3 Stück. Noch 2. Jawohl, Hantel ablegen. Arme ausbreiten. Füße aufsetzen. Und die geschlossenen Knie nach rechts runterfallen lassen. Wer möchte, darf den Kopf nach links drehen. Und die geschlossenen Knie nach links runterfallen lassen. Wer möchte, darf den Kopf nach rechts drehen. Das Drehen des Kopfes ist aber freiwillig und keine Pflicht. Und die geschlossenen Knie nach rechts runterfallen lassen. Und nach links runterfallen lassen. Beide Schultern bleiben auf dem Boden und noch einmal nach rechts. Und noch einmal nach links. Streckt die Beine auf der Matte aus. Streckt die Arme hoch über den Kopf aus. Die Hände berühren die ganze Zeit während der Übung den Boden. Und jetzt sollt ihr zugleich linke Schulter und rechte Hüfte nach oben ziehen und rechte Schulter und linke. Linke Schulter, rechte Hüfte nach oben ziehen und rechte Schulter, linke Hüfte. Jede Seite noch 4-mal. Ausrecken und strecken. Eine leichte Rotation, eine Schlangenbewegung in der Wirbelsäule sollte spürbar werden. Denkt nicht so viel nach bei der Übung. Denkt einfach, ihr würdet euch im Bett räkeln, dann wird es automatisch richtig. Okay. Beide Schienbeine unterhalb der Knie umfassen. Und jetzt sollt ihr nicht nur vor und zurück rollen, sondern auf einer ovalen Bahn. Also auch ein bisschen nach links und rechts. Damit der ganze Rücken durchgewalkt wird. Und mal andersrum. Und wieder die erste Richtung. Und noch einmal andersrum. Jawohl. So, meine Lieben. Damit habt ihr euer Workout für heute erstmal geschafft. Wir melden uns in der nächsten Woche wieder bei euch mit einem anderen Thema und hoffentlich genauso viel Spaß. Mir hat es viel Freude bereitet. Ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen animieren, etwas zu tun, auch wenn ihr ans Haus gefesselt seid. Wünsche euch bis zur nächsten Woche alles, alles Gute. Bleibt uns gewogen, wir freuen uns, wenn wir euch wiedersehen. Bis dahin, tschüss!